hallo und heute wieder ein Interview für euch. Heute habe ich eine, tja, Wunderfrau eingeladen. Das war von mir ein ganz spontaner Impuls. Und zwar ist Ramona Zimmermann heute da. Und Ramona beschreibt sich selber so, eine ganz normale Frau und Mama, welche gelernt hat, mit dem Universum und dessen Magie zu kommunizieren und dies nun in Form von Coachings weitergibt an ihre Kunden. Ich habe Ramona schon vor ein paar Monaten auf Facebook entdeckt und bin ihr seitdem auf der Spur sozusagen und bin unfassbar beeindruckt von dem, was bei ihr gerade passiert. Und deswegen war das eben mein Impuls, sie mal danach zu befragen, wie das alles geht, was sie da gerade treibt. Und das wird sie uns heute erzählen. Ramona, ich freue mich total, dass du ja gesagt hast, dass du heute hier bist. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr gerne und hallo an alle. Genau, meine Eingangsfrage ist ja, erzähl einfach erstmal ein bisschen was über deine Familie. Wer seid ihr und was macht ihr so und was machst du eigentlich ganz genau? Ja, sehr gerne. Also wir leben in den Schweizer Bergen. Ich habe zwei Kinder, die sind 6 und 8. Ein bisschen speziell ist, dass die noch nie in der Schule waren. Also wir leben so Homeschooling, Freilernen, sage ich mal so. Okay. Für einige vielleicht ein Begriff, jetzt durch Corona vor allem. ansonsten sage ich, wir sind eine normale Familie und doch irgendwie etwas verrückt. Also grundsätzlich gehen wir sehr viel Wege, andere Wege als die Masse. Und die Reise hat so vor 8, 9 Jahren schon begonnen, durch so Persönlichkeitsentwicklungsseminare, durch verschiedene Bücher etc. Genau. Aber sonst eine ganz normale Familie und ich selbst mache Musik seit 25 Jahren. Also das ist so meine Leidenschaft, mein Hobby auch. Und seit einem guten halben Jahr oder vor 8 Monaten war ich dann eben selbst so in einem für mich lebensveränderndem Coaching. Aha. Und seit da ist mein Leben so ein bisschen, steht ein bisschen Kopf oder einfach, wirklich so, was ich beschrieben habe, so mit der Magie vom Universum habe ich gelernt, zusammenzuarbeiten und da werden Dinge möglich, die früher nicht möglich waren. Das macht das Leben natürlich extrem spannend und wertvoll. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich würde gern tatsächlich, wenn es für dich in Ordnung ist, mal so ein bisschen früher einsteigen. Wie bist du denn so aufgewachsen? Mal so grob. Also ganz, ganz einfach. Ich bin eine von 5 Kindern. Wir sind auf einem Bauernhof, wirklich so Bergbauernhof, sehr einfach und abgeschieden aufgewachsen, einfach wir als Familie. Ich durfte auch als Kind viel arbeiten, weil eben wir lebten von diesem Bauernhof. Mhm. Meine Eltern haben grundsätzlich nur gearbeitet oder ständig gearbeitet, was für uns Kinder einerseits viel Freiheiten gab, indem wir viel Dinge gemacht haben, wo unsere Eltern keine Ahnung davon hatten. Das war so diese kindliche Freiheit haben wir sehr gelebt, halt auch auf dem Bauernhof. Das war extrem wertvoll. Andererseits jedoch bin ich in einem extremen Mangel aufgewachsen, was das Thema Geld anbelangt. Weil wir einfach immer zu wenig hatten davon und wirklich da habe ich einfach selbst gespürt, extreme Muster in mir waren. Also ich kann vielleicht ein kleines Beispiel so erzählen. Beim Einkaufen mit meiner Mutter war das immer so, vor der Kasse hat sie jeweils den Korb oder den Wagen nochmals durchgeschaut, habe ich wirklich genug Geld im Portemonnaie dabei, dass ich das alles kaufen kann und oft durften wir noch etwas zurücklegen und so mit 17 Jahren, wo ich dann das erste Mal so für mich einkaufen ging, für meine Wohnung, habe ich so bemerkt, dass das irgendwie ein Einkaufsgeschäft, dass ich 95% vom Einkaufsgeschäft gar nicht kannte, also auch von Lebensmitteln, weil wir einfach nur das Einfachste, Günstigste kauften mit meiner Mutter. Und das war für mich dann schon, das waren so Programme in mir. Geld ist nicht da, Geld ist zu wenig da. Meine Eltern haben auch viel gestritten wegen diesem Thema. Also da merkte ich wirklich irgendwann, dass ich da extrem im Mangel halt aufgewachsen bin, Okay. Genau. Okay, und dann bist du aber, also du bist ganz normal in die Schule gegangen, nehme ich an? Ja, genau, normal so kleine Schule mit wenig Schülern, habe auch normal eine Ausbildung gemacht, habe medizinische Praxisassistentin gelernt.
Also das Gesundheitswesen hat mich so wirklich fasziniert, obwohl ich auch da schon, ja, ich habe einfach was gelernt. also wirklich so. Und die Musik war immer für mich, also seit ich so 12, 15 Jahre alt bin, gehe ich öffentlich auch spielen mit meiner Musik. Das war immer so das, was mich durchs Leben getragen hatte. Da hatte ich echt Freude daran. Das war für mich, ja. Was ist das für Musik? Was spielst du? Schweizer Orgel und Akkordeon. Also Schweizer Orgel ist so ein typisches Schweizer Instrument und Akkordeon kennt ihr sicher auch. Ja, halt wirklich so die Schweizer Ländlermusik, sag ich mal so. Damit bin ich halt aufgewachsen. Das ist für mich sowas, ja, das liebe ich und genau. Ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, war das auch was ich so als erstes von dir da auf Facebook mal wahrgenommen habe. Was das also außergewöhnlich ist. So, was ist das denn jetzt? Ist das für dein Instrument? Ugly, was auch immer. Okay. Ja, genau. Ja, interessant. So. Ja, super. Total großartig. Ja. Und das machst du auch ja jetzt immer noch, ne? Also auch mit Ausbildung. Ja, da hab. Ja, genau. Also natürlich hat Corona jetzt mir da so 2-3 Monate Ferien, ungewollte Ferien beschert, was mich echt so ein bisschen geärgert hat. Aber da habe ich eben wirklich auch begonnen, so vor 3-4 Jahren hatte ich Anfragen, kannst du nicht auch Unterricht geben? Ich möchte das lernen bei dir. Mhm. Und da habe ich wirklich mit dem gestartet und letztes Jahr dann sogar eine Online-Schweizer Örgeli-Schule erstellt. Und da bin ich auch extrem fasziniert, weil ich jetzt, ja, so weiß, so rund 100 Schüler habe ich jetzt in der ganzen Schweiz verteilt, die wirklich so online jetzt das lernen von mir und natürlich cool und toll, das so, ja, zu ermöglichen. Das ist super, da kommen wir nachher nochmal auf jeden Fall, das musst du nochmal erzählen. Okay. Aber jetzt würde ich gerne erst mal so den Weg so ein bisschen weiter verfolgen. Du hast jetzt vorhin in der Einleitung gesagt, so, dass du vor 8-9 Jahren irgendwie du den Weg der Persönlichkeitsentwicklung entdeckt hast oder angefangen hast. Magst du da mal erzählen, wie es dazu kam und was du da gemacht hast? Ja, klar. Da war ich wirklich so mit meinem Mann, kamen wir zu einem Network, weil wir einfach irgendwie ja, beide gespürt haben, da muss doch noch mehr möglich sein. Wir haben auch einfach einen Bauernhof geführt und es ging uns nicht schlecht, aber viel gearbeitet und am Ende des Monats war immer etwa gleich viel da und halt keine großen Sprünge möglich. Und da sind wir zu einem Network gekommen und dadurch wirklich so, hat sich für mich einfach so ein Fenster aufgemacht. Ich habe da auch, das weiß ich genau noch, diesen Film The Secret zum ersten Mal gesehen, wo ja Bob Proctor auch vorkommt und der hat mich da schon fasziniert, nur schon der Film habe ich etliche Male mir angeschaut und ich war so fasziniert auch von den Büchern, The Secret, The Magic, all das, das irgendwie so die Magie da habe ich da schon gespürt, da ist mehr dahinter und das fasziniert mich einfach. Und dann kamen wir dazu oder darüber auch zu Anthony Robbins, also ich war so an Feuerläufen in London. Ich echt, hast du einen gemacht? Ja, schon 4-mal, das ist für mich schon fast wie... Okay. Für mich geht halt nichts über Wiederholung. Ich stehe ja jedes Jahr an einem anderen Ort. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich muss das haben, ich brauche das, aber für mich ist das mehr als Ferien. 4 Tage für mich da in seiner Energie zu sein und für mich ist Tony Robbins so wirklich einfach eine großartige Persönlichkeit, was der bewegt auf der Welt und da bin ich sowas von fasziniert. Und halt der Feuerlauf selbst hat mir einfach so gezeigt, wow, krass, was ich mental alles erreichen kann. Ich kann über Feuer laufen, da verbrennt man sich ja die Füße, oder? Denkt die Masse, aber es ist möglich. Magst du das mal so ein bisschen? Also ich kenne noch jemand anderen, der das auch irgendwie immer gerne erzählt, seine Feuerlaufgeschichte. Insofern, ich weiß das so ungefähr, was da los ist, aber magst du es mal für meine Hörerinnen erzählen, was da genau passiert? Ja, also ich war eben 4-mal in London, da kann man sich vorstellen, da kommen 10... Letztes Mal waren, glaube ich, sogar 13.000 Menschen zusammen aus 40, 50 verschiedenen Ländern. Und da geht es darum, dass er wirklich so dich lernt, was du mental machen kannst. Und er bereitet uns wirklich so am ersten Tag darauf vor, über dieses Feuer zu laufen. Und geht das mit dir wirklich durch? Du läufst da mental 20, 30 Mal rüber, du siehst dich schon drüben am Feiern. Genau darum geht es ja beim Manifestieren auch, oder so. Ich sehe mich am Ziel, ich habe es erreicht und es geht, klar geht er kurz auch in den Schmerz, wenn du nicht daran glaubst, verbrennst du dir die Füße. Also das ist auch so, es ist alles, was du glaubst. Wenn ich davor stehe und denke, scheiße, ich verbrenne mir die Füße, dann wird es so sein. Und das ist ja das Spannende. Also, und dann gehst du wirklich mit der Masse, da laufen alle raus und da hat es etliche Bahnen dann draußen.
Und dann ist doch so die Musik dort, diese Trommelmusik, und dann stehst du davor und bist einfach fokussiert und gehst da nur noch durch. Also den Lauf hast du irgendwie schon lange hinter dir, aber du machst das dann noch. Und das ist so das Spannende, das dann noch zu tun und zu erleben. Und ja, danach denkst du, krass. Und das macht halt innerlich wirklich so, ja, das verändert was. Es gibt wirklich so eine Stärke auch, hey, es ist alles möglich, wenn ich daran glaube und wenn ich das wirklich will. Und dann geht es natürlich noch die restlichen 3 Tage darum, dir dein Leben mal anzuschauen. Was möchtest du verändern? Setzt dir Ziele? Ja, so grundsätzlich so ein bisschen. Okay, also ja. Der Feuerlauf ist gleich am ersten Abend dann. Ja, da ist wirklich am ersten Abend. Okay, ich glaube, du wirst gleich 4 Tage drauf vorbereitet. Nee, das denken ja viele. Ja, weil dort geschieht so diese Öffnung, oder? Dass du überhaupt bereit bist, dein Leben dann anzupacken. Weil es hat etliche, die kündigen danach oder die geben die Partnerschaft auf oder da geschehen wirklich auch große Entscheidungen, wo du vielleicht schon 5 Jahre vor dir herschiebst. Und der Feuerlauf kann wirklich so ein Auslöser sein, ich gehe für mein Ziel, ich gehe für meine Vision in mir. Und das ist schon spannend, ja, weil das gibt so eine Stärke, da hast du nachher so, oh, da fliegst du fast so beim ersten Mal. Glaube ich, genau. Ja. Krass, muss ich vielleicht auch doch nochmal machen. Ja, also unbedingt. Und du hast dir offensichtlich nie die Füße verbrannt, wenn ich das jetzt so... Nee, da verbrennt sich, glaube ich, dort niemand die Füße und sonst gehst du nicht drüber. Aber weil das ja alle machen, gehst du wirklich dort, da ist die Masse wieder gut, weil du läufst einfach mit, dann stehst du da und okay, ich weiß, wie es geht. Also das übt er ja wirklich krass mit dir. Und du hast das wie schon gemacht, das ist das Spannende für mich. Also du bist mental schon 20 Mal darüber gelaufen. Also der macht das wirklich so mit dir. Und das machst du nur noch im Außen nachher. Das ist dasselbe wie manifestieren. Also der innere Prozess ist das Wichtigste. Und nachher geschieht es im Außen mit den Resultaten. Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr cool. Genau. Okay, also dann warst du irgendwann das erste Mal bei Tony Robbins, bist übers Feuer gelaufen. Und was ist dann passiert? Ja, dann sind wir grundsätzlich halt so immer wieder mal so auf Seminare. Jetzt nicht jede Woche, überhaupt nicht, aber... 1-2 Mal im Jahr. Ich habe auch seine Master University dann absolviert, wo es auch im Thema Gesundheit, Business reinging und so. War auch bei anderen Trainern noch. Häufig halt wirklich an so ein Events. Ich hatte nie dann so ein Coaching über längere Zeit. Und klar habe ich so gespürt, du gehst auf ein Event, bist auch top motiviert, setzt dir Ziele und dann gehst du nach Hause und bist halt schnell wieder in deinem alten Leben drin. Dein Umfeld hat sich ja nicht verändert, nur weil ich übers Feuer gelaufen bin. Leider. Und leider ja, hält das lange dann nicht so auf die Dauer an. Also es ist nicht langfristig eine Veränderung. Also bei mir hat schon was ausgelöst, indem ich auch immer wieder ging, muss ich klar sagen. Und dann habe ich so, als wir den Entschluss gefasst haben, die Kinder nicht zu beschulen, wirklich so halt zu Hause lernen zu lassen, kam in mir halt immer mehr der Wunsch auf, ich möchte ortsunabhängig leben, weil für mich klar ist, Lena und Nick sollen Englisch lernen in einem Land, wo Englisch gesprochen wird und nicht zu Hause am Tisch. Weil das für mich dann, ja, im Leben, fürs Leben lernen. Und dann habe ich mich so ein bisschen für Online-Marketing halt begonnen zu interessieren, weil ja, da sieht man viele Werbung auf Facebook, das ist möglich. Ja. In 2 Monaten zur Million etc. Obwohl ich das nicht unbedingt dann geglaubt habe, aber für mich war einfach so interessant, online da mal ein bisschen reinzuschnuppern, habe viele Kurse da wirklich auch erworben bei diversen Online-Marketern, auch so Facebook. Darf ich ganz kurz was dazwischen fragen? Ja? In der Zwischenzeit hast du jetzt auf dem Bauernhof gearbeitet oder in deiner Ausbildung? Hast du da als medizinische, wie heißt das? Also ich habe nur gearbeitet, bis die Kinder auf die Welt kamen. Nachher habe ich eigentlich nur noch Musik gemacht. Ja. Ah ja, okay. Und auf dem Bauernhof, klar, immer wieder mal so, aber der führt grundsätzlich Werner. Also da habe ich nicht so viel, ja, wenn er mich gebraucht hat, bin ich da gewesen, genau. Okay, gut, also ja. Online-Marketing entdeckt. Dann habe ich mich da halt so ein bisschen reingehängt, habe auch x-tausend investiert. Klar, viel gelernt auch und viel Technik auch gelernt. Ich hatte keine Ahnung von all dem. Habe dann auch wirklich so eine Facebook-Agentur-Ausbildung gemacht. Das war dann das erste Programm, das mir dann auch mal den Cashflow gebracht hat, weil ich für Kosmetikgeschäfte, Friseursalons, Restaurants Werbung geschaltet habe. Wirklich so
bezahlte Werbung. Und das hat denen dann Kunden gebracht und die haben mich bezahlt. Ja, okay. Und dann habe ich das ja vielleicht ein halbes Jahr, drei Viertel gemacht und dort irgendwann gespürt, ja klar, jetzt verdiene ich zwar so ein bisschen Geld, es war jetzt nicht gerade 10.000, aber doch, ja, gutes Geld, würden viele sagen. Mhm. Aber es hat mich nicht erfüllt. Also es war so dieses, ich sitze vor dem PC, konstruiere da diese Werbeanzeigen. Also ich war so, irgendwie, nee, mein Herz war nicht dabei. Und das habe ich dann irgendwann wieder aufgegeben, ja. Und dann kam ich einfach zum Entschluss, ich will jetzt einen Money Coach buchen. Also so wirkt das. Das kam übrigens bei Anthony Robbins auf dem vierten Feuerlauf. Ah. Letztes Jahr, im April war das. Mhm. So wirklich, ich habe zu meine Schwester kam da mit, meine Kleine, und ich habe zu ihr gesagt, ich werde Money Coach buchen. Ich will, mein Leben war so toll, oder? Ich war erfüllt, glücklich, gesund, alles super. Mhm. Aber ich will jetzt mal 10.000 im Monat verdienen und das mit Leichtigkeit. Und dann kam ich da zu dieser Katrin, also wo mein Leben dann verändert hat. Ja. Okay, dann musst du uns jetzt, ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Dann musst du uns jetzt erzählen, wer diese Katrin ist. Ja, Katrin Weißhäuptl, ja, das war ja auch spannend. Einfach so noch vielleicht für alle spannend, es hat alles immer einen Sinn. Und zwar in der Facebook-Agentur-Ausbildung war ich da mit 3-4 Frauen unterwegs. Also wir haben uns immer wieder ausgetauscht und eine der Frauen hat mich dann in Katrins Facebook-Gruppe eingeladen. Mhm. Sie hat gesagt, hey, das könnte für dich interessant sein. Die ist auch so, die lebt so von diesem Manifestieren, die ist Multimillionärin. Ich so, was bitte? Also die redet auch so, also mich hat schon immer das Mindset oder so meine Gedanken, da war ich schon immer, ich weiß, wenn ich positiv spreche und denke, kommt Positives. Da, ja, das ist so mein Naturell oder das habe ich einfach, glaube auch gelernt zu glauben. In der Kindheit war das schon lange nicht immer so, aber irgendwann habe ich so gespürt, das hilft mir, das dient mir nur, wenn ich positiv bin, wenn ich mich aufs Schöne konzentriere, dann kommt viel Schönes. Und im Gegenteil habe ich viel bei Leuten gesehen, die negativ sind, die haben nur Negatives angezogen. Also hast du das quasi dir intuitiv erschlossen? Das hast du jetzt gar nicht irgendwie durch irgendwelche Seminare? Nee, ja, ich glaube wirklich so im Leben gesehen, glaube ich so. Ja, ich glaube echt so, weil ich hatte schon mit vielen Menschen auch Kontakt durch die Musik und da mich haben immer so aufgestellte, fröhliche Menschen einfach extrem angezogen, extrem fasziniert und sind wir ehrlich, die meisten Erfolgreichen, wie Anthony Robbins, der war so am Boden, der hatte nichts mehr. Und viele müssen erst dahin kommen, wirklich im Nichts zu stehen. Und dann hat er diesen Hebel gehabt und jetzt beende ich mein Leben und sonst sterbe ich. Also das erzählt er wirklich so. Mhm. Und für mich war klar, ich will nicht dahin kommen. Ich weiß, dass ich mein Leben selbst erschaffen kann. Irgendwie war das für mich schon immer klar. Und umsonst gibt es nicht so erfolgreiche Menschen. Die machen ja was anders als die Masse, oder? Mhm. Und ja, das habe ich mir, glaube ich, wirklich so intuitiv angeeignet, genau. Wow. Ja. Und dann bin ich eben in diese Gruppe eingeladen worden zu Katrin und dann, klar, habe ich sie verfolgt und die hat mich getriggert. Die hat mich sowas von mit ihren Posts da, mit deinen Gedanken ist alles möglich. Und ich irgendwie hat sie mich extrem fasziniert und so ihre Einfachheit, ihre Leichtigkeit und dass das alles grundsätzlich oder fast alles, das ist auch 95%, ist einfach unser Denken. Mhm. Das war für mich einfach extrem spannend, weil ich war zwar eine gute Schülerin, aber sorry, ich finde, die Gesellschaft ist viel zu kopflastig. Ich finde, es geschieht viel, viel mehr im Herz und aus der Intuition heraus und nicht vom Kopf her. So und das hat sie halt sein, ja. Ja, das hat sie halt extrem so, ja, in dieser Gruppe so verbreitet und sie nennt sich ja so die Manifestierkönigin und das hat mich einfach so angezogen und fasziniert, dass ich dann letzten Herbst oder letzten Sommer den Entschluss gefasst habe, ich möchte bei deren Coaching machen. Und als ich dann gehört habe, dass ihr Coach Bob Proctor ist und dass sie das Programm von ihm weitergibt, war für mich wieder so klar, the secret. Klar, da hat es angefangen und das hat mich so fasziniert und da schloss sich so mein Kreis wieder. Also, ja. Genau. Und dass sie halt auch so als Frau über Geld spricht, das war für mich auch, also Männer sprechen oft über Geld und die meisten auf der Bühne sind ja auch Männer, auch heute noch, oder? Das sind alle so Christian Bischoff, ja. Jürgen Höller, all diese, das sind alle auch tolle, ich sehe fast nur Männer und die Frauen sind irgendwie, nehmen sich zurück und da ist Katrin für mich halt so
eine Vorreiterin, dass sie wirklich dazu steht und sagt, ich kann auch Multimillionärin werden als Frau und das ist für jede möglich und das hat mich extrem fasziniert, ja. Ja, also ich muss ja sagen, dass ich auch irgendwie in ihrer Gruppe war, darüber bin ich dann nämlich auch irgendwann da auf dich, ich glaube, da hast du irgendwann mal dein Spitzer Örgli da ausgepackt in der Gruppe da oder so. Was? Nee, das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwie war das auf jeden Fall die Verbindung und ich war auch von die erstes Mal. Und ich glaube, ich habe sie sogar das erste Mal in einem Interview irgendwo gehört, wo ich auch gleich dachte, wow, was haut sie denn da so raus irgendwie? Ja. Das fand ich auch gleich ziemlich faszinierend. Ja, okay, also dann hast du dieses Programm gebucht und dann. Ja. Also bevor ich es gebucht habe, habe ich mal so den Preis gehört, gell? 15.000 Euro für 3 Monate, da wurde mir schon mal so ein bisschen elend. Obwohl ich habe davor ja schon x-tausend in mich investiert, aber es war für mich eine neue Erfahrung. So viel Geld und klar war ich 3 Monate bei ihr und ihrer Energie, aber es war trotzdem ein Riesenschritt da, eine Riesen-Challenge. Aber ich sage das halt allen, die vor dem Coaching stehen, hör auf deine Intuition und dein Gefühl und das hat mich so zu ihr gezogen. Also das hat mich wie nicht mehr losgelassen und dann war es für mich klar, das ist das Richtige. Und dann habe ich eben dieses Programm da, das nennt sich TIR, also Thinking into Results, was schon so heißt, denke in Resultaten, oder? Ja. Wie beim Feuerlauf, denke, wenn du schon über dem Feuer bist, quasi. Mhm. Ja, und das hat mich dann extremst verändert und beim Start habe ich noch so gesagt, sie zieht ja viele Coaches an, also sie ist ja selbst auch Coach und sie sagt zwar klar, das Tier ist lange nicht nur für Coaches, aber ich habe zu Beginn so gedacht, nee, ein Coach will ich nicht sein, ich bin kein Coach, da hat es schon Hunderte und das kann ich ja nicht und Hilfe. Da habe ich mich richtig so davor gedrückt und in diesem Programm ist dann etwas irgendwie sehr Spannendes passiert mit mir, dass ich so fasziniert war. Also ich habe das Tier sowas von gelebt, einfach nur noch aufgesaugt. Ich habe mich auch, ich weiß noch, die Intention war so, das verändert mein Leben. Ich weiß, durch die Katrin komme ich zu viel Geld. Ich weiß nicht, also es war einfach in mir so, ich habe so entschieden und so ist es jetzt wirklich ja auch gekommen. Und da habe ich gespürt, so in der dritten, vierten Woche bei meinen Freundinnen vor allem auch, die haben alle gesagt, hey, etwas ist mit dir, du sprühst nur noch. Und dann hat mich wirklich so eine Bekannte, die liebe Sonja, die erwähne ich jetzt gerade noch so, wirklich angefragt, hey Ramona, ich möchte von dir gecoacht werden. Ich weiß, du kannst das. Und das Universum hat mich da so wirklich dazu geführt, hey, du hast mehr Potenzial da, auch wenn ich es wirklich so aktiv weggeschoben habe bis dahin. Oder? Das war für mich so spannend, wenn wir uns lernen, führen zu lassen, dass so Geschichten auf uns zukommen. Und dann habe ich mich dort entschieden, okay, ich glaube echt, ja, ich glaube. Um ihre Kunden und du so, oh nö. Lass mich. Ja. Ja, mein Kopf wollte das nicht, oder? Und das Unterbewusstsein anscheinend dachte sich, boah, du bist für das geboren und heute kann ich dir sagen, ich liebe es einfach. Ich liebe jeden Call. Ja, es ist voll mein Leben. Genau, und dann habe ich halt wirklich so den Money Magnet bei ihr auch noch gebucht, wo es darum ging, so dir ein Online-Business aufzubauen. Ja. Mhm. Okay, dann magst du nochmal von diesem Thinking into Results, also ich kenne das ja alles, aber ich glaube, für meine Hörerinnen da draußen wird das noch sehr unbekannt sein, so grob mal umreißen, um was es da geht und wie sowas abläuft, so ein Programm. Ja, also das ist so ein 3-Monats-Coaching, das heißt, du bist in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, jede Woche kommt eine Lektion dazu, wo du dir selbst anschaust und dann hast du eben einmal in der Woche einen Gruppencall mit Katrin jetzt oder bei mir auch mit mir, oder wo sie dann wirklich aktiv auch coacht. Und grundsätzlich das Programm, was macht das? Das führt dich einfach sehr, sehr zu dir zurück. Also das geht so tief mit diesen Modulen für mich. Da geht es halt um dein Selbstbild, um dein Glaube. Also kaum eine Kundin kommt dadurch, dass sie nicht wirklich so spürt, hey, für was bin ich hier? Und was sind da noch so tiefe Glaubenssätze, die halt nach oben kommen dürfen in dieser Zeit? Das ist für mich auch, grundsätzlich geht es nicht mal so ums Wissen, es geht mehr um diese Energie, wo du da eine gewisse Zeit drin rumschwingst. Und ich bin halt so, durch das, dass ich Katrin Geld bezahle, bin ich in ihrer Energie und bin auch committed, ich will was lernen, oder?
Okay. Und das macht schon ganz, ganz viel, weil da habe ich selber persönlich so Erfahrungen, manche meiner Kunden schon beim Überweisen des Geldes oder schon bei der Entscheidung, ich komme zu dir, Ramona, ich lasse mich coachen, gewinnen die Kunden dann am nächsten Tag oder irgendwie passiert das und das. Und das spüre ich immer so, die Magie, oder wie die da spielt. Und vielleicht zum Programm noch, man lernt halt dort für mich ganz einfach wirklich wieder den Kopf auszuschalten, indem ich mir riesengroße Ziele setze und mein Verstand keine Ahnung mehr hat davon. Und das geschieht eben nur dann. Also der Kopf darf wie, viele kennen es vielleicht, ja, ich habe mir auch schon ein Ziel gesetzt, ich will eine Familie, ich will 2.000 verdienen im Monat oder was auch immer. Aber da ist überall der Kopf so drin. Und in diesem Programm lernst du wirklich den Kopf auszuschalten und dich von deiner Intuition, und da geht es für mich dann wieder so, das Universum führt dich ja. Indem du ein Ziel hast, lernst du auf deine Intuition zu hören und das dann wirklich auszuführen. Und das sind häufig Dinge, die dann zu dir kommen, wo du so überwältigt bist und dein Kopf nie konstruieren hätte können. Und das ist die Magie hinter dem ganzen Programm für mich. Krass. Und das dann halt durch irgendwie eine Intuition. Bei der Musik hatte ich da was. Ich habe so ein Wunschkonzert gemacht und dann irgendwie innerhalb von 3-4 Wochen 2.000 Leute auf meine Seite gezogen, einfach weil ich so eine Intuition hatte, mach doch einfach ein Live-Konzert eine Stunde über die Corona-Zeit und die können dann die Musik hören oder so. Einfach so Ideen, und das ist so Intuition pur, und der Kopf klar sagt, nee, kannst du nicht, Hilfe, unsicher, wenn das nur klappt. Also so, das kommt ja auch bei mir, aber das macht dieses Programm wirklich, die Führung vom Universum und halt zu lernen, wieder so ein Satz von mir ist, was, wenn alles möglich ist. Mhm. Und das macht halt dieses Programm, diese Energie da auch, weil, ja, es geht darum, oder? Wir begrenzen uns nur selbst. Mhm. Also immer. wie viele Leute sind jetzt bei Katrin in so einem Programm oder bei dir? Das sind ja wahrscheinlich schon ein paar mehr irgendwie dann, ne? Ja, bei Katrin sind schon, wir waren etwa 30 oder so. Aber sie startet das ja auch nicht jeden Monat, also 30, 40. Und bei mir, ich habe so meistens Maximum 10. Also jetzt habe ich gerade eine Gruppe, da sind 5 oder 6 drin. Da habe ich wirklich auch Zeit für jede individuell. Mhm. Und ich persönlich möchte jetzt noch nicht 20, 30, aber da ist sie auch an einem anderen Ort, oder? Ganz klar. Mhm. Genau. Mhm. Aber es ist schon so, die Gruppenenergie macht nochmal was aus. Also wenn du nur, ich bin wirklich nicht mehr so Fan von 1-zu-1 Coaching, weil ich habe dort in dieser Gruppe so gelernt, jemand stellt eine Frage und die Antwort, die Katrin gibt, ist voll für mich. Also wo ich wusste gar nicht, dass ich diese Frage habe, oder? Aber so die Antwort, die kann ich voll nutzen, und das ist so die Magie, und das hat ja auch immer einen Grund, mit wem du dort in der Gruppe bist. Das ist ja alles auch Fügung irgendwo, nicht, für mich gibt es halt keinen Zufall und kein Glück mehr, sondern ich manifestiere sowieso immer und alles. Mhm. Jetzt hast du schon ein paar Mal dieses Wort manifestieren gesagt und mir ist es auch geläufig, aber magst du es nochmal irgendwie, also du hast es ja auch schon zum Teil erklärt, aber kannst du es nochmal so für dich oder für uns jetzt hier definieren, was ist das für dich, wie geht das? Wie geht das überhaupt? Ja. Also zu Beginn möchte ich einfach sagen, alle, die zuhören, also jeder manifestiert zu jeder Sekunde, immer. Weil alles, was hier auf der Erde ist, war irgendwie mal eine Idee. Also zum Beispiel gerade so das Handy ist eine gute Idee. Da hatte jemand ja mal die Idee, ich möchte so ein Ding konstruieren, das klein ist, wo ich telefonieren kann, wo man schreiben kann. Und alles entsteht so. Also zuerst kommt ein Gedanke, ein bewusster, ich möchte ein Handy kreieren, und dann macht man sich auf den Weg dorthin. Und irgendwann ist es feste Materie auf der Erde. Also auch jedes Möbelstück, jedes Haus, jedes Auto war irgendwann mal nur ein Gedanke irgendwo bei einem Mensch im Hirn, oder? Im Verstand. Ja, ja. Und das ist Manifestieren. Und so, also alles, was du in deinem Leben hast, in der Wohnung, die du bist, die Kinder, die du hast, den Mann, den du hast, den PC vor uns, alles war irgendwo bewusst oder halt eben oft auch unbewusst. Mhm. Oft manifestieren wir unbewusst. Wir leben so in einem Autopiloten, die meisten. Und das ist ja die Gefahr, wenn ich auf Autopilot lebe, dann habe ich immer das gleiche Programm, das sendet. Also habe ich heute das gleiche wie morgen. Und dann verändert sich eben nichts. Mhm. Und gerade so mit dem Einkommen, sage ich, ist das ein gutes
Bild so, wenn ich jetzt 2000 verdiene, das habe ich letztes Jahr im September, so 1-2000 mit meiner Musik. Warum soll dann den nächsten Monat was anderes kommen, wenn ich genau gleich programmiert bin? Mhm. Und da geht Manifestieren so, dass ich lerne, ja, ich könnte ja auch 10.000 verdienen. Wie ist mir egal? Das Wie ist nicht dein Business. Aber dorthin zu denken und dieses Programm halt manifestieren, ist für mich wie neu zu programmieren, was will ich denn? Und dann, je mehr du das machst, irgendwann ist das Programm umgeschrieben und dann geschieht es im Außen, dann wird es eben eine Realität, dass ich dann 10.000 verdiene und nicht nur 2.000. Okay, und das passiert dann, indem dann, was du vorhin gesagt hast, die passenden Impulse kommen, weil man eben in diesen Größenordnungen dann denkt und dann genau. Nimmt man die Impulse wahr und dann aber der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich, es dann zu tun. Richtig? Ja, genau. Also da kannst du sicher sein, alle, viele sagen mir dann, ja, ich spüre meine Intuition nicht mehr so und sage, nee, das glaube ich nicht. Dein Kopf schaltet sie einfach, nee, das ist nicht möglich. Weil ganz, ganz viele Menschen merken dann, ja, stimmt, ich habe ja so, also Intuition ist für mich auch so Geistesblitze, so Ideen, wo du irgendwie so, ja, das wäre was, oder? Aber häufig kommt ganz schnell der Kopf bei den meisten, nee, das kann ich nicht. Nee, das ist zu unsicher. Nee, das... Oder das geht ja nicht. Genau, das ist auch so. Also wir machen schon die Geschichte vorherein, es ist nicht möglich. Ja. Und dann sage ich schon Nein dazu, oder? Mhm. Und ich stelle mir das so vor, oder sage das immer bildlich, schau, du hast einen Engel, also jeder von uns hat einen Engel irgendwo auf der Wolke. Für mich ist das nicht nur Universum, sondern mein Engel schickt mir immer wieder so schöne Zeichen, Ramona, ich weiß, wo du hin willst, das ist wichtig, dass wir Ziele haben für mich, aber nicht verkrampfte Ziele, sondern riesengroße Ziele, dass ich lerne, den Kopf mal so ein bisschen auszuschalten und dann wirklich die Zeichen von meinem Engel zu hören und die dann zu tun, weil das ist dann so ein für mich genialer Weg, ja, der dich nur noch erfüllt und wo du, also ich bin die letzten Monate so häufig am Weinen, wie jetzt war ich noch nie, weil ich so überwältigt bin und dankbar, was da geschehen darf, durch diese Magie halt, ja. Kannst du mal so ein bisschen über, also weil ich glaube, das ist wirklich für viele schwer nachvollziehbar, was das mit diesen Zielen bedeutet, in welchen Größenordnungen man da so denken darf. Ja, da gibt es kein Limit nach oben. Also ich darf, glaube ich, nach oben gibt es keine Grenzen für mich. Also Katrin spricht da, oder auch Bob spricht da von C-Ziel. Es geht nicht um A, B-Ziele, die sind zu klein, die sind eben für den Kopf so zu konstruieren. Solange du mit dem Kopf irgendwie merkst, du beginnst zu berechnen oder du beginnst zu konstruieren, ist das kein C-Ziel. Mhm. Und durch dieses C-Ziel, indem ich habe mir letztes Jahr im September das Ziel genommen, ich verdiene 100.000 im Monat und mir wurde übel. Ich dachte, spinnst du? Wie geht das? Ja, soll ich eine Bank ausrauben? Also weißt du, so war für mich fernab von jedem. Aber wie kommst du dann dahin? Wie schaffst du es, dein Gehirn da so frei zu machen von diesen ganzen Begrenzungen, denen wir ja die ganze Zeit erzogen werden und aufgezogen werden? Ich meine, wie kommt man dazu zu sagen, ich verdiene jetzt 100.000 im Monat? Ja, also wenn die meisten sagen, ich habe keine Idee, dann sage ich auch, du kannst das Universum fragen, frag mal, was ist mein C-Ziel? Und dann die meisten bekommen dann eine Zahl oder irgendwie sonst was Verrücktes eingegeben. Eine hat zum Beispiel... Sie möchte ein Resort erstellen, also erbauen. Das ist ja noch mehr Millionenziel, oder? Ja. Sie hat gesagt, das kam einfach so. Also das war auch wieder so intuitiv einfach ein Bild. Einige haben auch wirklich so ein Traumhaus zu bauen. Oder sie sehen dann irgendwie 20 Angestellte, die sie führen. Und keine Ahnung, da gibt es, gegen oben gibt es eben kein Limit. Nur also gegen unten. Also sobald der Kopf reinkommt. Also auch tatsächlich da schon dieses, ne, quasi runterladen aus dem Universum oder mit dem Engel kommunizieren. Genau. Oder wie immer man das nennen will, aber mal wirklich in die Entspannung gehen, in sich selber reinhören und dann einfach mal gucken, was kommt. So, ne? Ich glaube, das ist wirklich das, was viele eben gar nicht mehr tun oder nicht zulassen oder sich dessen gar nicht bewusst sind vor allen Dingen, was da für eine großartige Kommunikation irgendwie vorhanden ist, wenn man sie nur mal zulässt und zuhört. Ja. Genau. Und halt die Magie ist dann schon im Coaching, dann, wenn du jede Woche wieder den Coach hörst, der sagt, es ist alles möglich, dass du wirklich so lernst, Stück für Stück, hey doch, es ist wirklich möglich. Und dann geschehen ja auch die ersten Erfolgserlebnisse, sage ich mal, oder, dass du im Außen siehst,
Ich habe mir dann so einen Auftritt gewünscht mit meiner Musik und der war wirklich 2 Wochen später, habe ich den so erlebt und ich dachte, oh, scheiße. Also da waren irgendwie 5 Dinge drin, wo ich gedacht habe, nee, das gibt's jetzt nicht. Also da war ich so, ich war auf dem Nachhauseweg, habe ich nur noch geweint, weil ich so geflasht war, oder, von diesem. Und das war für mich auch in der Musik jetzt ein Ziel, dass ich so mit meinem Musiklehrer musizieren darf, dass ich einen außergewöhnlichen Auftritt habe, dass die mir 3-mal so viel zahlen wie sonst, oder wirklich so C-Ziel für mich. Mhm. Und all das ist an einem Abend eingetreten, also Schritt für Schritt. Und ich dachte nur noch, das ist manifestieren, oder? Und die meisten denken das ja nicht mal, weil ist ja nicht möglich. Wie soll das gehen? Und da ist eben immer der rationale Verstand, der versuchen will zu konstruieren, oder? Warum soll jetzt der Musiklehrer mit mir musizieren wollen? Also so dieses, und darum geht es eben, wirklich Träume, also ich finde, die Kinder machen das toll, die sind tolle Form, einfach zu träumen in Dimensionen, wo der Kopf muss es nicht verstehen. Mhm. Aber wenn der Kopf doch mitspricht, was macht man dann? Ja, immer wieder diesen Quatschi ausschalten, ja. Halt auch, indem du lernst, wieder zu träumen. Ja. Also wirklich so, da gibt es halt verschiedene Tools auch in diesem Programm, indem du wirklich wieder lernst zu träumen, dir dein Traumleben zu erschaffen, ohne Limits, ja, ohne Grenzen. Da geht es halt dann, und je mehr du am Tag in diesen Gedanken bist, in diesem Denken, desto schneller wird dein Programm ja umgeschrieben. Und dann muss das manifestiert. Also das ist für mich nur das Naturgesetz, dass dann im Außen das genau wirksam wird und du das in Resultaten auch ersichtlich bekommst. Mhm. Ja, magst du mal jetzt noch ein bisschen über deine aktuellen Resultate erzählen, damit das vielleicht, weil ich habe ja Ramona eingeladen, weil ich es ja bei niemand anderem so miterleben durfte, also ich nur aus der Ferne, wir sprechen jetzt eigentlich das erste Mal so miteinander, aber das war halt ganz gut zu verfolgen, was sich da bei dir alles manifestiert hat und willst das mal ein bisschen erzählen? Ja, ja, klar. Also meinst du jetzt vor allem die Finanzen, gerade konkret, klar, oder wie? Klar, gut. Da zeigt ja, sich, also ich fand dein Beispiel jetzt mit dem Konzert auch wundervoll. Ja, also das ist halt so, das ist irgendwie auch noch so vorstellbar, aber trotzdem schon so eine Größenordnung, wo man sagt, ach guck mal, also kann ich mir vorstellen und dann kommt das auch. Also, und aber in welchen Dimensionen es möglich ist, das habe ich so bei dir jetzt das erste Mal so richtig miterlebt. Ja, spannend ist da ja auch, möchte ich noch kurz so den Vergleich machen, wenn ich mit Menschen im Alltag spreche, oder wenn ich jetzt dich frage, ja Susan, hast du dir auch schon Kaffee bestellt oder eine Einladung? Was antwortest du mir dort? Ein Kaffee? Ja, also dass du eingeladen wirst zu einem Kaffee zum Beispiel. Ach so, also heute jetzt noch nicht, aber das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Hast du auch schon erlebt, oder? Ja. Also dass du das denkst und dann geschieht das, oder? Ja. Klar. Der Unterschied ist ja, dass wir dann denken, wenn ich mir jetzt 1 Million bestelle für morgen, das ist nicht das Gleiche, oder? Das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich mir einen Kaffee bestelle für morgen. Und dort beginnt es eben schon, dass ich an den Kaffee glaube ich, weil ich ihn aus meiner Bewertung ja viel kleiner mache. Und die Million, nee, da glaube ich nicht dran, das ist nicht möglich, oder? Einfach, dass wir uns das bildlich vor Augen haben und wenn du dich dorthin trainierst, immer mehr zu glauben, es ist auch möglich, 10.000 zu verdienen im Monat, es ist auch möglich, 100.000 verdienen. Und je mehr der Glaube in dir gestärkt wird, desto eher wird es eintreffen, ganz klar. Weil an den Kaffee musst du glauben, sonst wäre der auch nicht da. Also sonst würdest du nicht eingeladen zum Kaffee. Mhm. Und das hat bei mir so, dann im September habe ich mir ja da das Ziel gesetzt, 100.000 im Monat zu verdienen. Und ich dachte, Katrin hat gesagt, es soll dir ein bisschen schlecht werden. Du sollst keine Ahnung haben. Ich dachte, also was ist das für ein Programm? Ja. Habe es einfach gemacht, weil für mich so klar war, die macht was richtig. Ich vertraue. Ich mache einfach alles, was die sagt. Weil das haben die viele halt dann auch, dass sie hinterfragen und denken, nee, ich bin ja nicht Katrin. Klar, ich bin auch nicht Katrin, aber ihr Weg hat sie ja zum Erfolg gebracht und da muss sie schon sehr, sehr viel richtig machen. Und dann mache ich es doch einfach mal so. Mhm. Und dann hatte ich halt wirklich so im Oktober meinen ersten 5-stelligen Monat, also habe über 10.000 verdient, indem ich einfach 3 Kunden gewonnen habe und so noch kein Programm erstellt und einfach schon mal 10.000 verdient. Und da hab ich halt extrem gemerkt, krass, also es ist möglich, oder? Also, und dann ist halt stetig wirklich, ja, bin dann reingewachsen, habe als Coach begonnen zu arbeiten, habe
wirklich Kunden gewonnen, ja, jeden Monat, und das ist so gestiegen, und im April hatte ich dann den ersten 100.000er Monat, und das war für mich schon echt der Wahnsinn. Schön, dass es für dich wenigstens auch der Wahnsinn ist. Ja, nee, das, ja. Ja, krass. Einfach, ja, ich weiß ja, es funktioniert. Ich bin auch überzeugt, das funktioniert für jede Frau, für jeden Mann. Aber klar ist es ein Weg dazu und ein Prozess auch. Für mich eines der Hauptpunkte, an sich zu arbeiten, dieses Vertrauen, diesen Glauben zu stärken, plus halt wirklich das Business zu machen, was dich extrem erfüllt, wo du extrem Freude dabei hast. Das ist für mich so der zweite Punkt, ja. Ja, und seit da bin ich so konstant, ja, hoch fünfstellig, sechsstellig. Ja, Wahnsinn. Und das, ja, ist natürlich echt gigantisch, verrückt. Ja. Und du hast ja, also, oder mal eine andere Frage noch, was glaubst du, wie viel jetzt diese paar Jahre, die du vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssätzen und so weiter irgendwie verbracht hast und eine Facebook-Ausbildung gemacht hast und die da schon in dem Bereich gearbeitet hat, also du bringst ja jetzt schon eine Menge, sag ich mal, Wissen mit. Inwiefern ist das relevant für die Ergebnisse, die du jetzt erzielst? Ja. Also Wissen hat für mich nichts zu tun mit dann wirklich auch das zu leben, das mal dazu. Weil ich glaube, Wissensriese sind wir alle, aber das dann umzusetzen, ist halt ganz ein anderes Thema. Und also das, was ich da gelernt habe bei Katrin, ist schon für mich ganz eine andere Schiene nochmals. Also ich glaube nicht, oder es ist, was du glaubst, oder wenn du glaubst, ja, ich weiß weniger als Ramona, darum klappt es bei mir nicht, dann wird das so sein. Aber ich sehe das ja an meinen Kunden. Ich habe Kunden, die starten auch grundsätzlich bei Null und waren nicht bei Robbins und dort und sind auch fähig, innerhalb von 2-3 Monaten ein fünfstelliges Business aufzubauen. Also das, nee, das steht, glaube ich, in keinem Verhältnis. Was vielleicht so ein bisschen sein kann, dass ich so, ich sage immer, ich habe meinen Keller sicher schon mehr aufgeräumt als die meisten. Oder durch diese Seminare war ich vielleicht mal an diesem Glaubenssatz dran. Aber eben das Geld ist ja nicht geflossen. Also auch dort durfte ich wirklich nochmals tief in mich rein und was lösen und heilen. Sonst wäre ich ja vorher schon fünfstellig gewesen. Also genau. Also das heißt, und du hast ja auch erzählt von deiner nicht so mit Geld reichlich ausgestatteten Kindheit. Das heißt, da wirst du einige Themen gehabt haben, die du da erstmal gelöst hast. Passiert das dann auch in dem Programm oder geht man da selber ran oder wie funktioniert das? Also das ist bei mir jetzt wirklich so in diesem Tierprogramm passiert. Ja, das kommt halt ganz darauf an, wie offen du bist. Wo willst du überall hin? Und für mich war halt klar das Ziel, ich möchte viel Geld verdienen. Und dann kam natürlich schnell mal das Thema, Katrin, also irgendwo war dann so drin, was denkst du und wie verhältst du dich? Und dann habe ich so einfach ein Beispiel so gemerkt, ich möchte 10.000 verdienen im Monat, aber zum Beispiel auf der Straße, das war für mich ja so spannend, auf der Straße, wenn mich so Porsches überholt haben, ja, dann habe ich so gedacht, du bist ein reicher Schnösel und so ein scheiß Auto braucht ja niemand. Das war meine Haltung, oder? Danke für die meine Glaubenssätze und das. Boah, in diesem Programm habe ich so gemerkt, scheiße Ramona, wie doof bist du denn? Oder auch, wenn ich in Zürich einkaufen war und ich bin an dem Gucci-Laden, an dem Prada-Laden, erstens kannte ich die nicht mal, ich habe einfach gemerkt, das sind spezielle Leute, das ist ja alles so teuer, ne? Da bist du ja nicht ganz normal, wenn du da reingehst. Und da hat es mich schon so echt so krass, du willst viel Geld vom Kopf her, oder? Aber dein Denken über genau solche Menschen, die sich das ermöglichen können, ist ja voll der Scheiß. Ja, echt. Voll der Scheiß. Ja, auf Deutsch gesagt. Ja, da kamen halt einige solche wirklich Muster hervor, wo ich aktiv daran, okay, habe ich mich dann aktiv so auf der Autobahn, wenn ein Porsche kam, das muss eine coole Person sein. Wow, der ist erfolgreich. Wow, der hat Geld, oder? Und die ersten paar Mal fühlte sich das so komisch an. Ja. Und irgendwann merkte ich aber, das war wie ein neues Programm in mir, dass ich wollte ja dahin. Und also darf ich doch diese Menschen lieb haben und diese sogar noch wertschätzen. Und das hat bei mir extrem was verändert. Also da hat es einige Glaubensmuster gehabt da. Ja, und ich habe mir ja vor 3-4 Wochen dann selbst so ein Porsche mal gemietet für eine Woche und das war für mich schon, ja, dieses jetzt fährst du selber so rum und innerhalb von 7-8 Monate
hast du dich da entwickelt, dass du selbst dir so ein Auto mietest und das ist echt ein geiles Gefühl, sind wir ehrlich. Also, aber ich glaube, die meisten, die kein Geld haben oder wenig Geld haben, haben genau solche Muster in sich, oder? Da muss man bereit sein, das verändern zu wollen. Und das hast du quasi auch in diesem Programm begriffen und dann einfach selber für dich so konsequent umgesetzt. Weil ich glaube, bei vielen scheitert es ja dann an dieser Umsetzung. Wirklich zu sagen, okay, jetzt denke ich jedes Mal was anderes, wenn dieser Porsche mich wieder überholt. So. Ja, also es ist halt auch wirklich so, Module sind dort neue Glaubenssätze und wirklich so, schau die Glauben, also da geht es wirklich auch tief in solche Geschichten rein. Da kommst du nicht darum herum. Ja, wenn du dir ein C-Ziel setzt in diese Richtung, oder? Dann geht es ja darum, mach neue Gewohnheiten in deinem Leben. Etwas darfst du ja verändern, damit neue Resultate geschehen im Außen. Und da kommst du nicht drum herum. Und das ist dann auch in den Calls, wenn ich die Leute oder die Kunden so frage, wie lebst du denn oder wie denkst du darüber, da kommst du sehr schnell auf solche, genau solche Geschichten zu sprechen. Was dann wie Schuppen so von den Augen fällt. Okay, dann erzähl doch jetzt mal noch, was du jetzt da für Coachings anbietest. Okay, grundsätzlich habe ich so einen Manifestiermonat. Das ist ein Programm von mir, wirklich so die Anleitung, wie manifestieren wir richtig. Mhm. Und halt so die wichtigsten Punkte dazu, auf was darf ich achten oder wann funktioniert es und warum funktioniert es bei anderen Geschichten nicht. Der geht 4 Monate, dieses Programm, kostet 1500 Schweizer Franken. 4 Monate oder 4 Wochen? 4 Wochen, sorry. 4 Wochen. Ja, genau. Sagen. Also. Nur für 4 Wochen, ja. Und den starte ich, glaube ich, Mitte Juni jetzt wieder. Mhm. Genau. Das ist so ein Programm, das ich so selbst kreiert habe, weil ich liebe das Thema einfach. Ich liebe auch die Calls. So kurz und knackig in 4 Wochen mal so einen Einblick zu bekommen, ja. Mhm. Und dann gebe ich ganz klar dieses Wissen vom Tier halt weiter. Mein Programm heißt ein Mindchanging. Innerhalb von 2 Monaten durchläufst du das. Wirklich so die Module, da gehst du tief halt rein in diese Geschichte. Das kostet 8.500. Mhm. Das läuft jetzt gerade und starte ich wahrscheinlich erst wieder im August dann neu. Mhm. Mache ich im Juli mal eine Pause. Und dann habe ich noch ein Programm halt Businessaufbau, wer sich online so ein Business aufbauen möchte. Das geht 3 Monate, kostet 17.000 Schweizer Franken und ist jeweils einfach immer ein Call pro Woche und verschiedene Module. Und ganz neu habe ich noch eine Mastermind, die ich jetzt gerade starte im Juli mit so Frauen, die halt schon konstant ein Business haben, wo es darum geht, wirklich das Einkommen nochmals zu erhöhen. Und ja, da geht es dann nur noch um dich selbst, um wirklich so persönliche Themen, wo wir noch mehr tiefer gehen und ja. Um 6-stellig zu verdienen, das ist so, ja. Super, ja. Und wie erreicht man dich, wenn jetzt eine meiner Hörerinnen sagt, boah ja, also mindestens den Basiskurs, da muss ich jetzt mal gucken, wie das so geht, wovon die da überhaupt spricht. Genau, also ich bin einfach auf Facebook oder ich bin nur auf Facebook im Moment unter Ramona Zimmermann. Habe auf meinem persönlichen Profil, ist auch der Link zur Gruppe. Ich habe einfach eine geschlossene Facebook-Gruppe. Da kann jede hereinkommen, die einfach so ein bisschen über dieses, man kann da auch ja still mitlesen und mal ein bisschen konsumieren und schauen, was teile ich da. Ich teile da wirklich einfach so meine Erfahrungen, meine Learnings. Ich gebe wirklich auch, glaube ich, wertvolle Tipps immer wieder, wie darfst du denken oder warum passiert das oder was darfst du noch ändern. Also in diese Gruppe kann jede kommen. Ja, grundsätzlich findet man mich dort und sonst einfach eine Messenger-Anfrage mit. Ich mache auch Klarheitsgespräche für jene, die wirklich sagen, ich möchte mal schauen mit Ramona, könnte ein Programm wirklich passen? Für mich ist wichtig, die Energie muss stimmen. Ich muss wirklich spüren, dass ich dir als Kunde helfen kann, weil sonst bringt es mir nichts. Ich möchte nicht einfach, schlussendlich ist es für mich auch lange nicht nur das Geld, sondern halt die Veränderung, die Kunden durchlaufen, wie ich das gespürt habe, so. Das ist das, was mich dann erfüllt, zu spüren, meine Arbeit bewirkt was und die haben Erfolge. Wie es mir selbst ja geht. Also das ganze Geld nützt mir nichts, wenn ich das Gefühl hier drinnen nicht wirklich so fühle, wie ich es halt jetzt fühle. Ja. Ja, genau. Toll, Ramona, ich finde es faszinierend. jetzt müssen wir aber noch zum wichtigsten Thema kommen. Ich meine, wir haben ja alles Mamas, die uns dazu hören und du bist ja nur selber Mama. Wie lebst du denn das alles, was du jetzt irgendwie da gelernt hast und was mit dir passiert und was mit euch jetzt passiert? Wie lebst du das denn mit deinen Kindern und was sagen die dazu? Für mich ist klar,
das ganze Thema mit dem Manifestieren leben unsere Kinder 10-mal besser als wir. Mhm. Also wenn du als Baby auf die Welt kommst, dann auch so dieses, die Kinder sind einfach, die stehen auf am Morgen und die Welt ist in Ordnung, oder? Mhm. Die sind so viel weniger in diesem Mangel, in dieser Matschenergie, in diesem, das geht nicht, sondern wenn wir, vor allem so kleine Kinder, die lernen laufen, oder die lernen einfach zu laufen, weil sie wollen, die sehen, Mama läuft, ich möchte auch auf diesen zwei Beinen stehen, die fallen 1000-mal um, aber mhm. da gibt es kein, es geht nicht, es ist nicht mhm. möglich, die weinen, die schlagen sich den Kopf, die, und das, die Kinder sind für mich, also in jeglicher Hinsicht halt Meister in dem, was wir Erwachsenen wieder lernen dürfen, so. Mhm. Also meine Kinder, ich lerne mehr von denen als die von mir, da bin ich überzeugt. Süß. Das ist mein, ja, sicher auch, weil die halt nicht in so einem System mitlaufen, weil sie viel, viel mehr ihre Einzigartigkeit und ihre Individualität leben können. Mhm. Also das heißt, das beginnt bei mir halt schon, Lena ist eine Langschläferin und Nick ist ein Frühaufsteher. Der steht halt um 6, 6:30 auf und Lena schläft gerne bis 7:30, 8:00, oder? Und mhm. dass sie das einfach so dann wirklich leben können, da beginnt es halt schon. Und diesen Flow dann wirklich den ganzen Tag, also die sind so, dieses intrinsische Motiviertsein, das ist für mich etwas vom Wichtigsten, das wirklich beizubehalten. Oder wir Erwachsene dürfen das ja wieder, sag ich mal, erlernen. Ja, schade, oder? Ja, ja, also einige haben es noch sehr bei sich, aber es ist halt viel so, ich sage auch immer, das Programm, oder ein Coaching macht nicht ein neuer Mensch aus dir, sondern hier drin ist das irgendwo, aber es ist so wie Müll draufgepackt. Und beim Coaching geht es darum, diesen Müll wegzubringen, dass du wieder lernst, ich bin Susanne und das will ich. Und ich mhm. vertraue mir sowas von, wie ein kleines Kind, das hat doch, die machen ja Dinge, wo wir denken, das ist nicht möglich, oder? Ja. Die machen es einfach, also da kommt kein, das ist nicht möglich, sondern ich will und ich tue und ja. ich vertraue. Genau. Dann guckst du plötzlich 3 Meter in die Höhe auf den Baum und siehst sie da und denkst, ja. So, hey. Ja, genau, solche Geschichten. Und da ja. klar, was ich schon aktiv, was wir aktiv machen, ist so über Ziele zu sprechen. Also das ist auch spannend mit Lena und Nick, so sie zu fragen, was willst du denn? Und Nick hat zum Beispiel mal gesagt, Mama, wenn alles möglich ist, dann möchte ich mal als Steinbock in den Bergen leben. Und da denke ich so, okay. Ja. Aber ich sage dann da auch nicht, es ist nicht möglich, ja. weil ich irgendwie finde, ja, wer weiß. Also ich sage ihm, träum weiter, wenn du das willst, dann bleib dran. Und dieses Ziel, wenn du das spürst, dass du das kannst, das ist für mich wirklich mittlerweile, ich sage zu nichts mehr, es ist nicht möglich, mhm. weil ich selbst mittlerweile so viele Dinge erlebe mhm. und Geschichten von Kunden erlebe, wo ich mir denke, ja, ja, ich glaube, alles. Wirklich. So, das versuche ich wirklich im Alltag halt zu leben, mit den Kids auch so, ja. Ja. Und hast du da irgendwie, also hast du jetzt gerade gesagt, ihr sprecht dann über Ziele, hast du da irgendwie noch so andere besondere Rituale, die du da mit denen pflegst, um das noch mehr zum Wirken zu bringen? Nee, eigentlich ist das für mich auch das Manifestieren oder diese, es ist wie für mich eine Lebenshaltung, eine Alltagshaltung. Mhm. Und das hat, ich versuche schon wirklich durch den Tag und auch Werner, dass wir positiv reden, dass wir in einer guten Energie sind, dass wir halt sprechen darüber, was wir wollen und nicht, was nicht geht. Weil die meisten Menschen sprechen darüber, was nicht funktioniert. Und in dem Moment kreiere ich genau wieder das. Mhm. Das darf uns einfach bewusst sein. Auch ich habe Dinge, die jetzt nicht so sind, wie ich es mir wünsche. Aber ich verbringe nicht 5 Minuten Zeit mit dem, sondern ich frage mich immer, wo will ich hin? Wie möchte ich es haben, was wenn alles möglich ist? Und das mit den Kindern wirklich auch so zu trainieren. Ja, Lena, was möchtest du denn? Und dann sagt sie das und 2, 3 Tage später macht es wumm, weil die Kinder können viel besser loslassen, die vergessen das ja wieder. Mhm. Und dann bekommt sie genau das, was sie sich gewünscht hat. Und das ist so das Spannende eben. Mhm. Krass. Hat auch zu lernen, wieder einfach zu wünschen. Und da gibt es keine Grenzen, ja? Mhm. Und das Wie übernimmt ja das Universum. Das Wie mhm. ist nicht dein Business, den Weg dazu, oder?
Oh, so genau. Schön. Echt, das ist echt, ich bin so froh, weil es ist echt genau meine Intention, mit diesem Podcast das da rauszugeben und zu sagen, lass ja, die toll. Kinder echt noch, damit irgendwie die Kinder gleich irgendwie mit diesem ganzen Wissen aufwachsen dürfen und das verstehen und irgendwie, dass sie es dann nicht mit irgendwie 20 oder 40 irgendwie ja, sich ja. teuer wieder erlernen müssen. Genau. Ja, es ist. Jeder hat einen anderen Weg, gell? Das ist so. Aber ja, ich habe schon gemerkt, man kommt so back to the roots wieder durch dieses Coaching. So krass, ja. Verrückt, echt. Genau. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Kannst du das überhaupt sagen oder ist es so viel inzwischen? Ja, im Moment sage ich dir. Also sicher mal für meine Familie, für meine Kinder bin ich extrem dankbar. Mhm. Dann auch das für unsere Gesundheit. Das ist für mich auch was, obwohl ich auch da sage, das manifestiere ich mir, kann ich mir genauso manifestieren. Und für was ich extrem dankbar bin, ist wirklich so diese Entwicklung, die ich gerade in den letzten Monaten oder eben auch Jahre, dass ich da bereit war und offen war, das erleben zu wollen und halt wirklich so den Mut gefasst habe, auch Geld in mich zu investieren, weil es für mich, ja, das Leben ist ein anderes als vor einem Jahr. Das darf ich ganz klar sagen. Ja. Ja. Ich meine, du bist ja auch mein Vorbild und deine Kinder werden ja, du lernst von ihnen, aber sie sehen es ja auch an dir, wie es auch in Großen funktioniert, ne? Und wie sich ihr Leben jetzt gerade irgendwie verändert und euer Leben verändert. Mhm. Das ist ja schon auch beeindruckend und ja, wahrnehmbar dann. Ja, genau. Gut, und meine allerletzte Frage ist ja immer so die eine Botschaft. Was ist die wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Was willst du denen mitgeben? Also, mein Herz schlägt ja sehr auch für Mamas, weil ich so einige Familien auch begleite bezüglich die Kinder nicht zu beschulen, oder? Und ich habe da auch viel Kontakt mit Mamas und für mich ist so wichtig, glaube wirklich an deine Einzigartigkeit, an deine, dass du wundervoll bist, dass du auch wertvoll bist, auch wenn vielleicht einige im Moment nur Mama sind, in Anführungszeichen, oder? Mhm. Aber dass so wirklich diese Stärke, also dass jede Frau für sich so einzigartig ist und dass auch für jede, die da zuhört, es ist alles möglich. Also wenn du das findest, wofür dein Herz brennt, wo du Freude hast, dann sage ich, ist alles möglich und das wirklich auch im finanziellen Bereich. Also ganz klar, und geh weiter, hör nie auf, von Menschen zu lernen, die dort sind, wo du hin willst. Das ist ja für mich auch so etwas, was ich den Frauen gerne mitgebe oder den Müttern. Ja, ja. Genau. Ramona, da sind wir dann auch schon am Schluss. Für mich irgendwie schon wieder eine Stunde geworden. Ich krass, ja. Ich könnte so lange mit dir weiterreden, aber das irgendwann ist dann auch zu lang. Also ich danke dir jedenfalls von ganzem Herzen für deine Zeit und vor allen Dingen für diese Offenheit und dass du uns jetzt hier mit uns deine Geschichte geteilt hast, so offen und authentisch. Es macht wirklich großen Spaß, dem zuzuhören und ja, ich glaube, es kann wirklich ein Beispiel sein, dass das wirklich alles funktioniert, wenn man das irgendwie mal angeht. Ja. Und mal anfängt zu träumen und die Impulse wahrzunehmen und die umzusetzen und loszugehen dafür, ja, dann ist wirklich alles möglich. Und du bist da echt so ein tolles Beispiel dafür und ich danke dir, dass du das jetzt hier mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht und ja. Wie schön. Toll. Gut, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute weiterhin, so viel Erfolg. Danke. Und lass ja, uns gehen mit deiner Familie und wir bleiben auf jeden Fall irgendwie in Kontakt, denke ich mal. Ja, sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Alles klar. Cool. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss.